Das war die Busfahrt nach Lafars. Yeah. Ich glaube, ich war gerade irgendwie zu viel Bus, wird langsam langweilig. Gracias. City, yo. Let me start off by telling you a story of how I met this girl on a snowy winter morning up in a science class, and her smile was adoring. But when I went to hit her up, she pretty much ignored me. Now I know I ain't the coolest cat with it, but I never go to class, girl, except when you win it. And I got the 7 digits if you just give me a minute. She just turned around and smiled, and she dissected a pigeon. But I'm never, ever, ever gonna forfeit. No, I don't play football, that ain't important. I know you ain't that boring. Come on, with her ass, all the guys stare at, trying to see the thong. They never get it, but girl, I'm never quitting and I'm gonna be a star, so that life you can live in. Kann man sich lauter Zeug irgendwie in klein kaufen und es dann mit so einem Ritual über so einem röchernen Ding abfackeln oder so, und das soll dann irgendwie den Wunsch in Erfüllung bringen machen. They never get it, but girl, I'm never quitting and I'm gonna be a star, so that life you can live in. And I think about you walking through the lunch line, you getting a salad. Ich bin jetzt gerade mit La Paz durch, beziehungsweise bin jetzt halt weitergereist und wollte da noch einmal ein Thema aufgreifen, was mir da nochmal richtig bewusst geworden ist. Es gibt so viele Leute, die Drogen nehmen, also das ist so krass, wie präsent das Thema ist, gerade hier in Südamerika. Also, wenn du da im Hostel unterwegs bist, dann nehmen so viele Leute irgendwas. Also Gras, klar, dass übel viele Leute Gras rauchen, das ist ja inzwischen bekannt. Aber alles mögliche, Kokain, LSD, Speed, whatever. Ja, da zum Beispiel, du kannst da in Bolivien, in La Paz gibt's einfach eine Bar. Heißt, glaub, Route 36 oder sowas. Da gehst du rein und musst dann halt vorsichtig sein, ob du eine Coca, das nenne ich hier Cola, oder Coke bestellst. Weil wenn du Coke bestellst, dann bringen die dir einfach so ein Tablett mit Kokain drauf. Gar kein Ding. Also die machen da überhaupt kein Geheimnis draus oder so. Die bringen dir das an den Tisch und dann schnupft sie dir das halt, wie du sonst halt eine Cola trinkst oder ein Bier oder was auch immer. Also ist überhaupt kein Problem. Oder da gab es eine Tour im Gefängnis von so einem crazy sonst noch, was hieß der? Der, man weiß nicht ganz, ob der wirklich mal eingesessen hat da in diesem Gefängnis oder nicht. Der hat dann da große Geschichten erzählt. Und anschließend konntest du dir bei dem einfach dein Kokain kaufen, ohne Probleme. Oder auch, wir waren so im Hostel, wir haben ja jetzt hier diese Wüstentour, bin ich gerade dabei. Hat so ein Typ empfohlen, ja du, prima Tour, mach's ja am besten auf Acid, da ist die nochmal so geil, also Acid ist LSD. Nochmal so krass, die Farben kommen noch cooler und so, und das ist so präsent, also echt jeder. Es ist nicht so, dass du ein Junkie sein musst, um Drogen zu nehmen, weil das sind so viele. Und das merkt man nicht mal, also... Ich war jetzt hier mit einer unterwegs, da habe ich es erst später, hat die nur so gesagt, ja, hier, ich kaufe mir da noch ein bisschen was. Oder manchmal merkt man es eben auch, oder sieht man es, als ich in Cusco noch war, da war ich, habe ich abends zwei Jungs gesehen, die haben sich vom Tablet noch ein bisschen Koks geschnupft. Und danach sind wir halt feiern gewesen, ich habe ganz normal nur getrunken, halt den Alkohol, kennt man ja inzwischen. Und ich bin dann irgendwie um 3 oder 4 aus dem Club raus, bin ins Hostel gegangen, hab geratzt und so um 11 habe ich gefrühstückt. Saß gerade beim Frühstück, da kommen die Jungs her und sagen so, oh, ganze Nacht waren wir unterwegs, haben gefeiert, hier und da, am anderen Ende der Stadt gewesen. Und glaubt man nicht, dass die noch geschlafen haben. Die haben dann einfach morgens ein bisschen gefrühstückt, haben dann gleich Mittag gegessen und waren am nächsten Abend dann wieder am Start und haben gefeiert. Ohne Probleme geht das. Also ist echt interessant. Ich lerne da so viel gerade über Drogen, das hätte ich nicht erwartet so. Was hier auch ziemlich krass ist, ist das Ayahuasca. Ayahuasca ist so ein Extrakt aus ein paar Wurzeln, die man im Dschungel gewinnen kann. Und normalerweise geht man dafür in den Dschungel und zahlt dann halt irgendwas für zwischen $200 oder sowas.
dann schlürft man eben dieses Zeug, kotzt sich danach die Seele aus dem Leib. Komplett. Also man kackt sich wohl manchmal auch ein. Anschließend durchlebt man wohl alles Schlechte, was man im Leben so erlebt hat. Also hat er übelst die Paniken und jeden Scheiß am Start. Und danach überwindet man das wohl und hat dann so übelst das Glücksgefühl. Also mir hat da eine Deutsche von erzählt. Sie hat so ihren Körper verlassen, hat sich von oben gesehen, konnte sich an ihren dritten Geburtstag total genau erinnern und so. Und soll wohl ziemlich interessant sein, was da so, was man da eben so fühlt. Und man geht dafür eben in den Dschungel, macht das, dann machen die dann noch so ein Ritual um einen rum. Aber ist halt auch gefährlich. Man kann da, kann sein, dass man nicht mehr runterkommt von dem Trip. Oder jetzt erst vor ein paar Wochen ist es passiert, ich glaube, zwei Engländer haben es gemacht. Der eine Engländer hatte dann halt in seinen Halluzinationen geglaubt, dass sein Kumpel, mit dem er eigentlich unterwegs war, mit seiner Freundin oder seiner Frau schläft, und hat dann in seinem Rausch den anderen Typ abgestochen und konnte sich halt nachher nicht mehr dran erinnern. Also da kann echt beschissene Scheiße passieren. Also ja, ist interessant davon zu lernen, aber ich werde es sicher nicht ausprobieren. Copacabana, da sind dann so Jungs, denkst du, die sind irgendwie so Künstler, die so komischen Schmuck machen, sitzen hinter ihrem Teppich, wo ein bisschen Schmuck drauf ist. Und kommen dann zu dir, Weed, LSD, whatever. Also haben sich da so ein bisschen eine Fassade aufgebaut und du kriegst alles so einfach und so billig. Das ist echt uncool. Also krass, interessant. Just gonna stay. Teenage dreamers on its way. I saw my mother, I grew up. What can I say? I'm still breathing, falling in love every evening. God bless me, even though I'm through sneezing. Tonight we taking more shots. The blue season, blowing smoke in the air. Was hier in La Paz ziemlich einzigartig ist, die haben Gondeln, um in die Stadt zu kommen. Beziehungsweise über der Stadt ist dann eben so eine Gondel, um da hoch auf den Berg zu kommen. Und die schauen wir uns jetzt mal an. She was there when nobody took interest. So now I owe my girl the world plus interest. When I got them all speechless, no breathing. And I'm shutting down shows, no season. I can say it was worth it. Panoramic view with my light picture perfect. Fuck with the businesses, cause the difference is you may want this, but I deserve it. Sleeping through the day, wake up with champagne, roll me an A. I told my mother I would quit. What can I say? I'm still breathing, falling in love every evening. Fans over friends, seems how it goes. Fans turn to friends, so it's like I never chose. Gotta expect some thorns when you're trying to find a rose. Game is ludicrous, so I know them. Diese Technik hier ist schon begeisternd. Die packen dann einfach irgendeine schwimmende Plattform aufs Wasser und hauen dann hinten so einen kleinen Motor dran, den man ansonsten meistens nur an einem Schlauchboot findet.